Es geht weiter in Age of Empire 1. Was? Ah, was geht denn hier los? Ich musste kurz alle löschen. Ich glaube nämlich, da waren ganz schön viele Priester gerade am Werk. Was ist hier los? Was ist für eine Map? The hell? Wie jetzt? Wie soll das funktionieren? Ich guck mir jetzt mal kurz die Map an. Ich bin mir jetzt nicht so ganz so sicher, was ich davon jetzt halten soll. Das ist seltsam. Hier ist jetzt genau, also die Insel ist voll mit Gelben. Komplett voll. Da geht das auch schon weiter. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal die Instructions an. Das ist ja seltsam. Capture the artifact. Also, after having me was captured with powerful artifact. Tend to dominate the world. Wirklich. Was? Das kommt in Age of Empire? Oh, ich sehe schon, Age of Empire 1 ist wohl noch nicht so richtig logisch. To dominate the world. Okay, weiter. To kill a man, hopelessly outnumbered, your only chance to flee, run like the wind, and don't stop until you find allies. Great. Return to Crete to make dominions. Bla bla bla. Alles klar, wir müssen das Ganze also nochmal probieren. Wow, das ist aber echt eine Menge. Lass euch doch nicht von einem beschissenen Gegner blocken. Okay. Es ist nur eine Frage und die wäre halt, wer genau überhaupt jetzt verbündet ist mit mir. Auf der Diplomatie alle Enemies. Wow! Toll! Meine ganzen Boote sind auch schon am Sack. Guck ich mal. Hier. Naja. Okay, da ist also auch nix, wie es ausschaut. Ah, ja gut, das Ding kann man eigentlich mal killen. Mal rausfinden, was hier denn auf der Insel versteckt ist. Vielleicht sind da ja Dorfwohner versteckt, zufällig. Man kann es ja nie wissen, ne? Fuck that shit, ich mach's wieder Erkundung hier. Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Hallo. Du hast zwei unbindet. Idioten. Idiot. Okay, das kann ich also anscheinend auch vergessen. Toll. Was bleibt mir denn jetzt hier noch? Aha, da unten das Schiff, ja klar. Klar, okay, 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 ich verstehe. Oh mein Gott. Da muss ich jetzt ein bisschen... So. Oh Mann, das ist ja echt... nicht so leicht hier. Schnell weg. So. Aha. I see. Das hätte ich doch auch ohne die Einheiten gekriegt. Aber egal, dann wäre ich nicht reingekommen. Aha. So ist das also. Archers. Okay. Okay, okay, okay. Haben wir... Nee, nee.
Okay, cool. Ja, gut. Boah, es sind viele Trupps. 7, 8 und 9. Wow. Boah, muss ich da meine Finger weit ausstrecken, bis die mal rankommen hier, was geht. Okay. So, die erstmal da drin platzieren. Okay. Dann schaue ich mal. Frage ist jetzt halt nur, ist jetzt hier irgendwo vielleicht noch mehr für mich? Oder wie auch immer. Oder beziehungsweise, wie genau schaue ich das jetzt? Da gucke ich. Ah, perfekt. Da habe ich doch schon eine Idee. Wofür gibt es Priester, wenn man damit nichts einnehmen kann? Von daher schnappe ich mir einfach mal die Priester und nehme ein paar Gegner ein. So. Okay, gucken wir doch gleich mal. Okay, da ist alles so einer. Oh, da ist... Wow, wow, wow. Schön aufpassen, dass der nicht getroffen wird. Gut. Da müssen wir wohl da anfangen. Aber da haben wir ja schon geschaut. Das sollte eigentlich gehen, da. So. Nee, geh mal drauf. So. Perfekt. Eins, zwei, drei. Scheiße. Lass dich einnehmen, lass dich einnehmen. Schnell, schnell, schnell. Schiii, da kommt was auf mich zu. OMG! Ja, pack ich's denn. Shit. Okay, das war jetzt eher ineffektiv. Ich muss mir jetzt also irgendwie einen Weg anscheinend durchkämpfen. Gut. Wow, ah, scheiße Treffer. Ja. Wie mache ich das am besten? Gegen die da drüben sind eigentlich jetzt die recht gut. Ah, die können da schön schnell einen Prozess machen, aber da soll ja noch die Kavallerie dazu. Die passt ja da gut. Ne? Genau. Muss ich dann schauen, dass ich die mit gutem Micromanagement irgendwie hinkriege. Das ist dann eher jetzt so wie ein kleines Adventure. Das muss ich nämlich immer speichern. So. Ich hoffe mal, das war jetzt kein wichtiges gespeichertes Spiel. So. Dann würde ich mal sagen... No. Ich kann auch die zwei Katapulte mitnehmen. So. Die können doch heilen, oder? Oder nicht? Das ist mein Special Team Katapulte plus die Kerle. Ballisten habe ich auch. Okay. Geht doch rein, hallo! Ich hab doch... Boah. Ach, ist das ein Scheiß, Mann. Diese Ballisten sind echt zum Kotzen. Hoffentlich geht das jetzt nicht in die Hose. Was ist los? Oh, wie soll man das schaffen? Da muss man sich anscheinend so ein bisschen rumschleichen. Okay, okay, okay. Das kann ich. Moment. So. Da kommen wir aus dem Mann. Den Mann soll jetzt eigentlich schaffen. Ja, da brauche ich noch ein paar gute Tanks für die Schützen. Das sind Elephant Archers, perfekt. Um die abzuwehren. So. Hm.
mal probieren, mit dem darüber zu kommen. Vielleicht, wenn ich da unten jetzt lang gehe. Oh Mann, oh Mann. Na ja, gut, fahren. Das Schiff lässt sich nicht so einfach treffen. Das müssen wir jetzt mal genau auschecken hier. Sonst wird das Ganze nix. Man lässt sich jetzt irgendwie vorbeifahren dran. Wie soll denn das gehen? Ich habe doch hier oben schon mein ganzes Ding verloren. Meine ganzen Schiffe. Ich habe so das Gefühl, die Mission funktioniert nicht auf hart. Ich melde mich gleich mal zurück, Moment. Naja, gut. Andererseits, ich glaube auch nicht, dass es in irgendeinem anderen Modus einfacher ist. Ich muss es einfach probieren und wenn nicht, dann muss ich die Mission nicht durchziehen, weil das kann nicht sein. Da verliere ich ja sowieso. Das kann ich überhaupt nicht gewinnen hier. Das Wasser, das sind zu viele gelbe Schiffe. Und wenn da jetzt da also kein Weg mehr rüber ist, außer das Boot, das ich bereits verloren habe, dann ist die Mission einfach unmöglich. Mehr nicht. Geht er nicht. So habe ich auch keine. Aber egal, da muss ich jetzt einfach mal schauen. So, schnell. Schauen, dass ich den kaputt kriege. Ah, das ist schon nicht so toll. Ne, da lade ich nochmal. Ja, das sind einfach zu viele Lebenspunkte. Wenn, dann will ich das schon gescheit schaffen und nicht Hälfte der Lebenspunkte weg von meinem einen. So, dann die Elephant Archers aber noch dazu dieses Mal. Können wir ein bisschen Arrow Fire wegschlucken. Oh, der eine war ja jetzt recht freigestanden, den kann ich jetzt erstmal. So. Wieder weg. Perfekt. Oh ja, das ist ja genial so. Ha! Hey, die Technik ist ja genial. Boah, super. Läuft, läuft. Und? Yes! Double Kill! Hey, ja, 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 ja! Das ist ja genial. So wollte ich das. Okay, der Rote hat, glaube ich, nicht so viel Einheit. Okay, also so habe ich das noch nie betrachtet. Das ist ja echt praktisch so. Kann zumindest die Küsten um ein bisschen abklingen, weil ich die sofort wieder, wieder in die Nähe vom Boot bringen. Nein, kann ich sowieso mit rein tun. Wo brauche ich ja eh noch mit einem machen, aber nehme ich gleich mal das Schiff. Wir haben 6, 3. Schnell rein. Boah, das wird gut. Okay. Dann hier. Wie gesagt, für die gegnerischen Archer, die könnten nämlich schon ein bisschen penetrant werden. Was waren hier drin? Ach, Horse Archer. Die brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Das sind jetzt Elephant Archers wichtiger. Die machen wir dann später vielleicht zum Erkunden und so. Was machst du, du Lappen? Haben wir ja schon das. So, Elephant Archers rüber. Das sind die, oder? 4 nur. Ja, egal. So, hin. So, falls man die Elephant Archers mal retten muss. So, die alle auf 2 und dahin. Muss man jetzt taktisch richtig schlau machen. Da haben wir jetzt ordentlich Gegnerverluste gemacht, deswegen gleich mal speichern. So, das ist nämlich bei den Adventure Maps, da muss man eher so mit Speichern arbeiten. Oh, 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 das war ganz dumm. Nicht voll reinsetzen. Piss durch, ich geh jetzt drauf. Kacklappen. Perfekt. Dann den hier. Okay, das ist auch ein guter Deal, wenn ich das mit dem Boot schaffe. Hier unten scheint er sie eh recht frei zu sein von Gegnern.
Erstmal setten. Ja, hier ist nichts. Gut. Zack, so, und den hier. So. Jetzt, wo die Küste frei ist, können wir hier ein bisschen vorrücken. Trotzdem noch aufpassen. So, sehr gut. Die immer schön im Rücken halten. Gut. Hier ein bisschen erkunden. Das Gute ist, dass der alles zuerst sieht. Und schnell weg. Nee, zurück, zurück, zurück. Aber auch mit denen hier gar nicht anfangen, das wäre Schwachsinn. Schreibt ja noch jemand Steam an. Komm und... Mal sehen. Ne, hab ich mehr ganz. Jetzt, das soll's aber. Ja, perfekt. Okay, gut. Dann die hier. Na, geht mal hier hin. Okay, das auf 4. Den weitermachen. Perfekt. Machen wir mal das ab hier. Ah, perfekt. Da können wir dann den machen. Okay. Oh. Rein, oder? Ah, cool. Wir können ihn halten. Perfekt. Sollten die Zweier gleich mal ankommen. Obwohl, die können da zu den drei gehen, die alle hochheilen. Während der hier den kaputt macht und der hier da weiterschaut, was da so kommt. Ihre weiten Sichtweite ist das recht praktisch. Man hat dieses üble Gefühl, dass man dann mit einem Hafen rüberkommt. Vielleicht kann man den aber auch irgendwo erobern. Das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. Genau, also die dreimal heilen. Aha! Okay, man muss halt doch nur Vertrauen haben, ne? Erstmal da hier mal. Ne, lass dich nicht so einfach treffen. Okay. Weiter heilen. Perfekt, den noch. Okay. Hey cool, habe ich ja jetzt eine coole Taktik gefunden, wie man das machen kann. So, dann jetzt nach und nach mal die alle rüber bringen. Okay, das war's glaube ich soweit von hier. Hey, hey, hey. Ach Mist, hätte ich doch nur aufgepasst. Scheiße. Das schaffen wir mit einem. Hoffe ich. Nee, ich darf das nicht verlieren. Da muss ich jetzt leider, leider laden. Fuck, ich habe so lange nicht gespeichert. Oh, damn it. Oh Mann. Egal, da habe ich gespeichert. Okay, der kommt so, das passt. Dann mit dem hier den Turm da vorne zerstören. So. Dann hier, hier, zack. Die Elephant Archers. Hey, 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 hey. Das ist aber nicht der richtige Weg, hey. Oh mein Gott, du blödes Scheißteil, jetzt hört auf, die anzugreifen. Verdammt nochmal, seid ihr denn alle völlig behindert im Kopf, ey. Du kleiner Pisser, ne? Denkst du, kannst dich mir anlegen, ne? Spezialtechnik. Pisser. Die wird es genauso ergehen. So. Tja. So, bei der Computer ist es schon echt alles doof, ne?
jetzt aber. Mach, triff doch. Hallo? Jetzt so. Mann. Okay, gut, das hätten wir soweit. Heil den. Aha, okay. Vielleicht behindert sind sie zwar immer noch. Okay. Da haben wir jetzt T-Shirt. Hier davor rücken. Dann die da lang. So, schauen wir, welches ist verletzt. Und der hier passt. Dann bei 2 sind auch noch nur die 2 Kavallerie verletzt. So. Weg, der den da. Das geht da oben weiter an. So. Okay, jetzt läuft's doch. Jetzt muss ich mal speichern. So. Dann hier die runterschicken. Jetzt haben wir das hier erobert. Die alle vorsenden. So. Genau. Okay, dann mit dem weiter gucken. Dass die Katapulte nicht kaputt gehen, ist ziemlich wichtig, weil die sind ja das Einzige, was ich mit dem anderen nicht hochhalten kann, sozusagen. Okay, ist soweit so gut. Den mal bis dahin zurückgehen lassen. Schau ich hier mir nochmal das genauer an. Aha, was ist das? Ionia Dock. Oh, oh, oh. 1 vor. 2 zurück. Ja, bevor sie in dem beschissen vor Dock vorbeilaufen können. Okay. 4. Aber wieder zurück. Das ist nicht die Offensive, die du hier kämpfen musst. So, die kann ich auch hier gegen kämpfen lassen, ist kein Problem. Ah, oh. Das könnte ich mit denen schaffen. Ah, perfekt. Oh, das sollte gerade rausgehen. So, der auch. Boah, ich heiler für den. Der bleibt hier so. Perfekt, der hält den mal hoch. Okay, soweit so gut. Dann kann man mit dem mal weiter erkunden hier. Was es denn da so hinten zu geboten gibt. Ich kann hier ein bisschen an die Küste rücken. Oh, die auch. Nein, habe ich den Weg finden raus oder was? Ja, genau, den jetzt so hinstellen. Die alle heilen lassen, so. Hier weiterschauen. Aha. Das ist mein Katapult. Katapult geht. Hey. Das macht sich jetzt mein Katapult aus Marker, hey. So einer. Na gut. Jetzt muss ich schauen, dass ich dann die Schiffe von denen unlock. Genau, den Elephant Archer. Ah, perfekt. Sind sie ja schon. Jetzt muss ich schauen, dass das Katapult nicht in Range kommt von denen und die dann das noch angreifen. Das wäre echt doof. Aber das wollte ich eben zu vermeiden. Hallo, alle drauf. Selbe ist mit dir. Perfekt. Dann euch so. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Läuft ja alles wie geplant bis jetzt.
Oh, wieder safe, wieder den Turm zerstören. Braucht man ein bisschen Taktik, aber nicht weiter stören. Hey, hey, was willst du da? So, das heilen. Okay. Darf ich hier rumfahren? Perfekt, die haben den. Ja, mit der Elephant Archer Monk Kombination. Also irgendwie finde ich die echt gut. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. So. Treffen wir uns da oben, weil da habe ich noch ein bisschen mehr Sicht aufs Wasser. Wenn das verschwindet. Jetzt so. So, und ab auf die andere Seite der Insel. Da brauche ich gleich ein zweites, damit ich da auch auf keinen Fall irgendwie Schaden erleide. Dann kann ich schon mal kurz andocken und schauen. Aha. Ah, okay. Ah, hier hinten kommt er nicht hin, ha? Hallo. L. Jetzt, hallo. Oh, oh. Ich du da. Weg. Verschwindet man beide. Aha, komm, geht mal aus dem Weg hier. Okay. Schwer. Kommen wir mal weiter. Da konnte ich ja jetzt leider nicht andocken. Macht nichts, kann ich auch weitergehen. Okay, hier werde ich nicht abgeschossen. Mal sehen. Oh, das war knapp. Leck mich. Okay, mal schauen hier. So, es sollte geklappt haben. Yeah. So will ich das sehen. So. Perfekt. Sauber. Haha, ich liebe die Technik, die ist ja echt sauber. Gegen den direkten Katapultet hat keiner der Gegner eine Chance. Außer der. Der ist was Besonderes. Ne? So, wird speichern. Perfekt. Jetzt aber. Genau. Na, schauen wir mal. Na, und wieder tot, sehr gut. Okay, cool, dann haben wir das schon mal ausgecleant hier. Kann ich jetzt dasselbe hier weitermachen? Drücke ich damit mit der Technik mal ein bisschen weiter vor. Oh, perfekt, Doppelkill. Doppelkill und alle weg. So, dann kann ich so lange jetzt mal da andocken. Rest holen. So. Perfekt. Hedge Vampire, das ist wirklich einfach nur für diese Kampage gemacht. Das ist der Unterschied zwischen 1 und 2. In 1 ist die Kampage über die vordergründig, weil der Multiplayer wahrscheinlich auch ziemlich unausgeglichen wäre, habe ich so das Gefühl, ja. Aber die Kampage, die ist halt... Nö. Scheiße, geh rein, verdammt. Was ist los? Dummes Ding. Meine Fresse. Ah, können wir mal die ganzen Schütze mit denen. Perfekt. Okay, das wieder auspacken. Sehr gut, die Jungs reinhauen. Oh, das weiter angreifen. Kann ich mit einem schon mal weiter erkunden hier. Bisschen protected hier. Hat Lunte gerochen. Uiuiui. Ah, leichten Rückzug vertreten. Nein. Halt dich da ganz raus.
einfach dort weg. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Okay. Ja, die Elephant-Arschlöcher sind wirklich sehr nützlich mit der Mönch-Kombination. Wow, haben sie alle niedergemacht. Sehr schön. Wow, okay. Dann heile ich mal den. Der hier nur wohlgenüsslich die Türme zerstört. Dann als nächstes wieder den zurückschicken und das abholen und so weiter. Sobald der geheilt ist, kann ich den wieder weiterschicken. So. Sollte nicht lang dauern. Hier kommen die alle rein. Hallo, rein da. Perfekt, das ist wieder drüber. So, mit den Elephant Archer weiter und so habe ich mit der Hälfte der Armee, die ich zur Verfügung gestellt gekriegt habe, fast den Gegner besiegt. Oh, ne, 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 oh, was? Holy cow. Shit. Alles bloß das nicht. Shit. Okay, das kann ich jetzt mal out of order stellen hier so ein bisschen. Damn. Das war nicht so wie geplant. Das lief nicht so wie geplant. Okay, das habe ich jetzt Katapult gekostet, aber ich bin jetzt schon so weit, das sollte jetzt eigentlich auch so gehen. Das Katapult will ich jetzt allerdings nicht zu schnell wieder auspacken. Und die auch nicht. Und Vorsicht hier bitte. Greif die mal an hier. So, ihr nicht. Sehr gut. Den heilen. Da drauf. So, da drauf. Was machst du denn schon wieder? So. So. Gut, da habe ich wenigstens schon mal einen kurzen Schwertkämpfer. Mit dem kann ich weiter heilen, heilen und heilen. Da muss ich schauen, dass ich hier mit dem Katapult noch mal ein bisschen weiter schaue. Ich mach so einen Scheiß manchmal. Das ist auch so richtig dämlich in Age Vampire 1. Oh. Wenn der scheiß Transportschiff wegfährt, weil es irgendwie auch mal... Naja gut, jetzt gucken wir erstmal hier. So, der soll weg sein. Okay, und nicht vergessen, immer den schön dabei lassen. Den habe ich mir jetzt hier ehrlich verdient. Oh, die können da mal nach mal reingehen. Wo rein? Schön. Okay, hier geht er mal weiter vor. Das können die zerstören. Hier geht dahin, du gehst dahin. So, das passt alles. Die beiden Leute geben das mal weiter. Oh oh. Ja, halb so toll. Also doch, hey, 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 hey. Den reinfahren. Okay, hier. Dann muss ich zur Pause. Okay, du bist schwach. Geh zurück. Okay, gut. Okay, möglichst ohne Verluste das Ganze. So, dann hier. Gut, der macht das jetzt sowieso von alleine und ist in Ruhe fertig.
Shit, Boys. Nicht so. Perfekt, zurück. Wir wollen wieder ein Katapult. Und das wird noch ein bisschen da unten gebraucht. Aber jetzt tun wir das doch mal wieder hoch. Sehr gut soweit. Das dann darüber. Okay, dann die hier hoch. Uff. Sonst sind eigentlich alle geheilt, gut. Dann hier. Nee, den brauchen wir nur dafür. Auch wenn er ganz nett ist, um Häuser zu zerstören. So. Die schichten wir jetzt da nach und nach mal ab. Zack. Okay. Sollen die sich jetzt langsam mal einfinden, nicht wahr? Okay, gut. So, hier so zurück. Jetzt hier, vier hier. Dann so. Oh mein, Kursschwerkämpfer, das weiß ich zwar nicht so genau. Aber egal. Dann hier die Superwoman rein. Sehr gut, die hat es auch recht schnell zerstört gehabt. Den einen brauche ich jetzt nicht unbedingt gleich zerstören. Und da hinten geht es auch wieder zu einem Turm. Okay, also erstmal hier rein. Da ist es mit Shot Swordman hin. Okay. Also mit einem Katapult mehr hätte ich da auf jeden Fall ein bisschen weniger Arbeit gehabt, aber naja, jetzt muss es halt so sein. Rüberbringen, die da mal rüberbringen. Okay. Die hochschicken, die umschicken. Ihr kennt es, alles Standardscheiße. Boah, länger um meine Armee herüberzukriegen, als um die Gegner zu besiegen irgendwie. Aha. Gegner den Lockvogel gefressen. Und weiter geht's. Abziehen. Wir warten dann auch schon die schöne Elefantage auf sie. Weg! Verzieht euch! Oh mein Gott, verzieht euch! Shit. Was will der denn jetzt? Schauen, ob ich damit davor gegen vorgehen kann. Das ist ein Stück Scheiße. Okay. Dieser Penner. Yes. Okay, gut, habe ich die Flusstreu besiegt. Puh, Technik gehört zum Spiel. Sag ich euch. Jetzt habe ich ja noch die Dinger. Den hätte ich hier wahrscheinlich auch recht einfach besiegen können, aber naja. Warum einfach, wenn es schwer auch geht, ne? So, ja, jetzt erstmal speichern. Puh. Oh, da kommt schon der nächste Freund. Nee, bloß nicht das Ding. Das dachte ich mir doch fast. Gut, dass ich gerade eben noch gespeichert habe.